Ich war gerade ein richtig gruseliger Friedhof. Ich bin eigentlich nur noch 28 Kilometer von meinem Ziel in Albanien weg. Das heißt, eigentlich müsste hier demnächst mal die albanische Grenze kommen. Aber wenn ich mir das hier so angucke, also das sieht ja überhaupt nicht nach Grenze aus. Ich habe... Eieieiei. Ja, Leute, aus dem Triglav Nationalpark in Slowenien, ich bin jetzt gerade wieder los, schaut euch einfach mal dieses Panorama an. Das ist einfach nur wunderschön. Slowenien ist so ein kleines Land, aber es lohnt sich ernsthaft hierher zu kommen. Nur um diesen Nationalpark hier mal zu sehen. Das ist wirklich gigantisch. Ich weiß wirklich nicht, ob das aus der Kamera so rüberkommt, wie ich das ja gerade sehe, aber... In Kroatien angekommen. Land Nummer 9 auf meiner Reise. Willkommen. Mit einem schönen Schild werden wir begrüßt. Kroatien. Ich war noch nie in Kroatien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie die Straßen sind. Ich habe keine Ahnung, wie das Land ist. Ich war einfach hier noch nie. Das wird schon ganz cool werden. Die kroatische Küste, beziehungsweise die kroatische Küstenstraße, die ich langfahren möchte bis nach Albanien, soll wohl die schönste Küstenstraße der Welt sein. Also habe ich gelesen, wurde mir auch mehrmals schon gesagt von gewissen Leuten. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Jetzt fahre ich aber erstmal auf die Insel Kyrk und von dort dann auf die Insel Kres, weil das wurde mir ebenfalls empfohlen von meinem Vater, der hier schon mehrmals war. Und er meinte, das ist definitiv sehenswert, beziehungsweise sollte man das so machen. Und deswegen werde ich das auch so machen. Und jetzt geht es erstmal noch ein paar Kilometer weiter und dann schauen wir uns das nochmal an. Und das sieht doch schon mal wirklich vielversprechend aus hier, oder? Was sagt ihr? Das ist im Übrigen jetzt, glaube ich, hier der Anfang schon von der Küstenstraße auch. Guckt euch das an. Ich habe aber auch wirklich, ich hatte zwar die ersten zwei, drei Tage echt Pech mit dem Wetter, aber unglaublich, wie schön es hier ist. Wirklich heftig, heftig, heftig. Einfach nur fantastisch. Das hier ist im Übrigen die Insel Kres in Kroatien, also eine der vielen Inseln. Es ist, glaube ich, die größte Insel, also nagelt mich da jetzt nicht, bitte nicht drauf fest, aber ich glaube. Aber guckt euch dieses Panorama an. Ist das nicht herrlich? Ach krass, und vor allen Dingen ist hier nichts los. Guckt euch die Straße an vor uns. Hier ist kein Auto unterwegs. Ich bin echt fast der Einzige, der hier anscheinend da ist. Keine Ahnung. Unglaublich schön. Echt. Das da hinten ist jetzt im Übrigen mein Tagesziel für heute. Dort wollte ich hin. Waren knapp wieder 350 Kilometer, glaube ich, die ich gemacht habe heute. Ja, und ich werde mir jetzt irgendwas zu essen suchen, weil ich habe Knast ohne Ende. Und wir sehen uns morgen.
Guckt euch das an. Das ist aber auch gerade wieder das beste Wetter dafür. Das ist einfach nur, was soll man dazu sagen? Das ist einfach nur wunderschön. Also für jeden, der wirklich mal mit dem Motorrad was erleben möchte, fahrt die Küstenstraße in Kroatien von ganz oben, von Krk bis runter Richtung Dubrovnik. Das ist die D7, die alte Straße, nicht die Autobahn. Und ja, krass. Richtig, richtig krass. Ja, Kroatien ist im Übrigen nicht nur Küstenstraße und Strand, sondern auch ja, Verkehr, Dorf und Stadt, wie jetzt hier gerade. Und ich muss trotzdem sagen, dass es mir in Kroatien wirklich gefällt. Denn Kroatien ist bis jetzt das erste Land, meiner Meinung nach, wo ich so ein bisschen wirklich dieses mediterrane Flair irgendwie empfinde. Die Häuser sind alle so offen gebaut mit Klappfenstern und so weiter. Ich finde das wirklich schön. Und was mir in Kroatien wirklich auch noch auffällt, und das ist wirklich extremst in Kroatien, ist die Masse an Deutschen, die hier ist. Also gerade vor uns beispielsweise fährt gerade einer. Aber allgemein, es ist in Kroatien sind so extrem viele Deutsche unterwegs. Und vor allen Dingen, das Krasse ist, quasi jeder hier spricht ein bisschen Deutsch. Wenn du irgendwie ein Hotel suchst oder irgendwas anderes oder eine Pension oder einen Campingplatz, quasi jeder spricht Deutsch. Es ist krass. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Die Leute fragen dich direkt im Voraus schon, wenn du mit ihnen redest. Ja, Englisch, Italiano oder Deutsch. Weil die quasi hier alles sprechen. Das ist echt, echt heftig. Hallo? Thank you very much. Hello, okay? Thank you. Ja, kurzer Zwischenstand. Ich bin irgendwo in Montenegro. Anscheinend wenige Kilometer von der albanischen Grenze weg. Und mein Navi schickt mich hier gerade auf diese Straße. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier ankomme. Ich habe schon zwei Ziegenhirten mit ihren Ziegen gesehen. Das sieht für mich irgendwie nicht wie eine offizielle Straße aus, wo eine Grenze am Ende ist. Aber wir werden uns mal überraschen lassen. Ich habe keine Ahnung. Es wird aber jetzt mittlerweile auch schon dunkel und irgendwie fahre ich ja gerade in die Berge. Das ist nicht ganz ideal, meiner Meinung nach. Denn mein Ziel will ich auf jeden Fall noch erreichen heute. Das ist wichtig. Aber anscheinend, so wenn ich auf das Navi schaue, kommen wir gleich wieder auf eine ordentliche Straße. Oder bessere Straße, wenn man das so nennen kann. Naja, okay, wir schauen mal, wo ich rauskomme. Ungefähr 10 Kilometer später, ich kurve immer noch durch die Berge in Montenegro, durch irgendwelche Häuser. Hier war gerade ein richtig gruseliger Friedhof. Ich bin eigentlich nur noch 28 Kilometer von meinem Ziel in Albanien weg. Das heißt, eigentlich müsste hier demnächst mal die albanische Grenze kommen. Aber wenn ich mir das hier so angucke, also das sieht ja überhaupt nicht nach Grenze aus. Ich habe... Eieieiei. Ja, was das hier wird... Ich sehe mich schon in den Bergen von Montenegro rumkurven und hier die albanische Grenze suchen. Ja Leute, ich habe es tatsächlich an die Grenze geschafft. Es ist jetzt 8 Uhr abends. Ich habe jetzt noch 16 Kilometer vor mir und habe noch keinen Schlafplatz für heute.